Hallo, willkommen zum nächsten Tutorial. Wir konstruieren jetzt die Kiste. Der erste Schritt ist, wir müssen die linke und die rechte Seitenwand zeichnen. Wieder gehen wir auf unser Rechteckwerkzeug und zeichnen als eine Fläche. Diese beträgt diesmal 42,4 mm, Semikolon oder Strichpunkt mal 29,5 Zentimeter. Enter-Taste. Das wäre eine Seitenwand. Die Stärke dieser Seitenwand beträgt die Dicke 8 mm oder 0,8 Zentimeter. Enter. Diese Seitenwand müssen wir natürlich duplizieren, weil wir sie ja zweimal brauchen. Wir klicken einmal, zweimal, dreimal, markieren alles oder wir geben vorher noch die Maßangaben an. 424. Hier wären das 29,5. Und hier hätten wir die Dicke mit 0,8 Zentimeter. Jetzt müssten wir diese Platte auch gruppieren. Das kennt ihr schon. Rechte Mausklick oder alles markieren und gruppieren. Und jetzt könnten wir dieser Platte noch eine Holzfarbe geben. Nehmen wir diese. Vielleicht ist sie ganz schön. Und wir brauchen diese Platte zweimal. Dazu müssen wir dieses Werkzeug verwenden. Das ist eigentlich das Bewegen-Werkzeug. Mit dem können wir die Platte bewegen. Oder wenn wir zum Beispiel auch uns oben drauf stellen, zeigt sich uns hier ein Kreis. Damit können wir die Platte drehen. Sehr wichtiges Werkzeug, um Dinge auszurichten. Wenn ich jetzt hier auf dieses Verschieben-Werkzeug, da wird uns auch angezeigt, was man damit machen kann, draufklicke, dann verschiebt, dehnt und kopiert ausgewählte Elemente und reiht sie auf. Also schauen wir mal, was das Werkzeug kann. Wir klicken drauf, fahren auf unser Objekt und drücken die STRG-Taste. Es steht auch hier unten, wählen Sie zum Bewegen Punkte aus, STRG kopieren, ein aus und wir haben eine zweite Platte. Das war's für heute.